Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Landinsichtbox von Nate57. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Landinsicht von Nate57. Wir haben hier keinen Schriftzug oder keinerlei Info darüber. Wir haben hier nur das Logo von Ratos Locos auf dieser Metalloberfläche, oder weil es ist von der Optik her, soll es glaube ich eine Schatztruhe sein. Wir haben hier die Griffe, weil es dürfte hier Metall sein. Und ansonsten, dieses Design zieht sich wirklich komplett durch. Also wir haben hier keinerlei Aufdruck, Aufschrift, gar nichts. Und auf der Rückseite haben wir noch die Credits, also wir haben hier Nate57, Ratos Locos und so weiter, und hier noch die Credits und ein Barcode, ja, ratoslocos.de lesen wir hier noch. Ansonsten keinerlei Info, ist mal was anderes, und es ist keine reguläre Klappbox, sondern wir haben hier eine quadratische Box, relativ hoch, deswegen ja auch diese Schatztruhenoptik, und der Deckel ist, wenn er runter geht, nicht zu klappen, sondern abzunehmen. Jawohl. So, dann haben wir als Boxinhalt einmal ein T-Shirt, das Album an sich, Landinsicht. Dann haben wir hier einen Sticker, sehr groß, und das Poster, das hier so reingezwängt ist. Die Frage ist am besten so jetzt. Also das hat schon ordentlich gelitten hier. Okay. Ansonsten von innen sieht das Ganze so aus, schwarz ausgekleidet. Machen wir mal wieder zu. Und wie immer fangen wir an mit dem Album. Nate57, Landinsicht lesen wir hier, Premium Edition, und hier oben Ratos Locos präsentiert, also Ratos Locos Records präsentiert. Und hier haben wir Nate57 mit einem Fernglas und einer Augenklappe. Das Auge sieht etwas ungut aus, aber ja, sonst würde er kaum eine Augenklappe tragen. Das dürfte wohl verletzt worden sein. Auf der Rückseite haben wir 19 Tracks und wir haben einige Features. Also wir haben Features von Telly Tales, Mr. Landy, Abdel, Barbara, nochmal Mr. Landy, BOZ, Khatar und Abdel. Also, meine Lieblingstracks sind Nummer 3, Fata Morgana, hat mir gut gefallen, und Nummer 5, Sturm. Das sind so meine Favoriten auf dem Album. Das Ganze ist so ein, ja, Pappschuber. Und da drin haben wir nochmal das Album im Super Jewel Case. Gefällt mir sehr gut. Habe ich in letzter Zeit selten in der Hand gehabt. Super Jewel Case. Leider sehr selten. So. Und dann haben wir hier einmal, das dürfte ein Merch-Einleger sein, Piratenrabatt. Und hier weitere Merchandise-Artikel von Ratos Locos. Und dann haben wir hier das Booklet. Schauen wir uns gleich mal an. Also wir haben hier auf der ersten Seite die Info, wo die Tracks aufgenommen wurden, und hier nochmal die Tracklist inklusive der Features. Noch hier wieder ein Fernglas und sieht so aus wie Unterdeck auf einem Schiff. Nate57 mit Augenklappe und diversen Länderfahnen. Und hier haben wir dann die einzelnen Tracks inklusive der ganzen Texte abgedruckt. Gefällt mir sehr gut. Da kann man das Ganze dann mitlesen, nachlesen. Weitere Porträtaufnahmen von Nate. Das dürfte eine alte Karte sein. Ich befürchte nur, nachdem das Booklet nicht mehr allzu dick ist, dass hier nicht alle Tracks abgedruckt sind.
Weil wir enden hier mit die alte Zeit. Zehn Tracks, alles klar. Okay, also wir haben hier nur Texte von 10 Tracks. Hier haben wir noch die Infos über die Beteiligten. Ansonsten, nicht alle, muss ich mich korrigieren, nicht alle Texte hier abgedruckt. Aber die ersten 10 Tracks sind hier abgedruckt. So, dann haben wir die CD. Die sieht von der Optik aus wie ein Kompass. Darauf stehe ich. Also, ich bin Fan von sowas. Ich hätte jetzt gedacht, die CD ist klassisch in Silber gehalten, aber die so in Schwarz gefällt mir übertrieben gut. Ich stehe auf sowas. Also, ja, bitte, bitte mehr davon. Und dann haben wir hier, was haben wir hier? Ein RL-Kodex, also der Ratus Locus-Kodex. Da haben wir 7 Regeln. Könnt ihr euch natürlich hier das Video anhalten und diese in Ruhe durchlesen. Wie gesagt, schwarze CD, top. Dann gehen wir das Ganze mal zurück in den Schuber. Dann haben wir einen riesen Sticker. Also, der ist echt, echt groß. Nate 57 Land in Sicht. Also, mehr oder weniger so ein Promo-Sticker, aber der ist echt groß. Dann haben wir ein Poster, das leider Gottes sehr gelitten hat in der Box. Da ist so reingefalten wurde. Schauen wir mal, inwieweit. Ich höre es schon. Das klingt nicht gut. So. Ein sehr großes Poster im Hochformat. Also wir haben auch hier wieder, ich glaube es ist, jawohl, es ist 1:1 dieselbe Abbildung wie hier auf dem Sticker, nur halt vergrößert im Posterformat. Nate 57 hier mit Fernrohr und Augenklappe. Und hier unten eben noch die Infos zum Album. Sehr schön. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn man das jetzt ein paar Tage irgendwie flach am Boden auflegt, dann glaube ich, erholt sich das auch wieder von den Strapazen der Box. Also keine gröberen Beschädigungen jetzt ersichtlich. Legen wir mal beiseite. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box das T-Shirt. So sieht das Ganze aus. Nate 57 Land in Sicht lesen wir hier in weiß und gelb. Ansonsten das T-Shirt glatt schwarz, kein weiterer Aufdruck, auch kein Neckprint. Jetzt schauen wir noch, wir haben es zu tun mit Fruit of the Loom Heavy Cotton Größe L und das Ganze ist, wie zu erwarten war, 100% Baumwolle und made in Marokko. Ich hoffe, das kann man lesen. Hier oben made in Marokko. Alles klar. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz im Detail an, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier im Brustbereich den Schriftzug Nate 57 Land in Sicht. Ansonsten das T-Shirt komplett schwarz und dieser Schriftzug eben in weiß und gelb gehalten. Kann man auf jeden Fall gut tragen und gefällt mir auch von der Optik richtig gut. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in Größe L. Dann haben wir dieses riesige Poster im Hochformat. Dieser ebenfalls riesige Sticker, ebenfalls im Hochformat. Und das Album an sich im Pappschuber Super Jewel Case. Das alles in dieser wunderbaren Box, Land in Sicht von Nate 57. Mich würde natürlich interessieren, was eure Meinung zu der Box bzw. zu der CD ist. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nate 57 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.